zu einer neuen Folge von Was ist richtig? Der forensische Podcast. Richtig. Hallo Friederike. Hallo Steffen. Du bist Friederike Höfer, stellvertretende Chefärztin, Ambulatorium Forensik, PUC Zürich. Du bist Chefarzt, Zentrum für stationäre forensische Therapien Rheinau. PUC Zürich. Müssen wir noch was sagen? Ja, wie unsere heutige Folge heißt. Richtig. Heute geht's um... Wie geht denn eigentlich Deliktrekonstruktion? Deliktrekonstruktion, was ist denn das für ein Begriff? Es setzt sich aus Delikt und Rekonstruktion zusammen. Es setzt sich aus Delikt, Konstruktion und Rekonstruktion zusammen. Ah, bravo. Ja. Also, wir wollen erklären, wie man zum Beispiel vergessene Delikte wieder aktualisieren kann. Wir wollen heute nicht sprechen über Deliktorientierung als Konzept der Therapie im Sinne von, dass man wissen muss, was passiert ist, sondern wir wollen eine Phase in der Behandlung von Straftätern anschauen, in der und Straftäterinnen. Entschuldigung. Du hast meinen strengen Blick sofort verstanden. Wir wollen eine Phase in der Behandlung von StraftäterInnen anschauen, in der man sich tatsächlich den Abläufen des Straftatgeschehens ganz nahe annähert. Und warum ist das wichtig? Man hat vor vielen Jahren, Jahrzehnten immer so gedacht, es geht bei Straffälligen um Schaffen von Arbeit, Rehabilitation, Resozialisierung, die jenseits von der Straftat stattfindet, weil andere Faktoren eine Rolle spielen und die muss man sozusagen regeln und dann wird das die Notwendigkeit des Straftatsgeschehens auch verschwinden. Und das ist ja eine Entwicklung, die wir in der forensischen Psychiatrie durchgemacht haben, dass das nicht so ist. Im Gegenteil, wir müssen sehr viel über die Straftat wissen, um auch beurteilen zu können, was sich in Zukunft wieder konstellieren kann und das Straftatgeschehen sich wieder konstelliert. Genau, weil wir eigentlich wissen möchten, welche Motive in der Tat sich niedergeschlagen haben und an welchen Themen man von denen psychotherapeutisch arbeiten muss. Aber das Motiv weiß man doch, das steht doch dann im Urteil. Da steht drin Habgier oder Lustmord oder was noch? Abreagieren von Wut. Ja, das ist ja auch ein schöner Anhalt, aber es wäre ja jetzt nicht so, dass du in der Therapie sitzt und zu jemandem sagst, so, heute reden wir über das Abreagieren der Wut. Sondern du würdest, nachdem du eine therapeutische Arbeitsbeziehung etabliert und aufgebaut hast und so weiter und Konzepte wie Emotionen, Kognition, Verhaltensebene und so weiter etabliert hättest, mal zusammen erarbeiten, welche Emotionen überhaupt für die Person an sich eine Rolle spielen und welche Emotionen zu dysfunktionalen Verhaltensstrategien führen. Also zu Verhaltensstrategien, die ungünstig sind und deswegen eventuell das Risiko für eine erneute Straftat fördern. Genau, aber nicht nur für erneute Straftaten. Es gibt ja auch andere dysfunktionale Verhaltensweisen oder ungünstige, die keine strafrechtliche Relevanz haben, aber eine persönliche ungünstige. Ja, und die dann aber wiederum, weil wir ja in einem forensischen Kontext sind, unter Umständen den Boden bilden für darauf sattelnde zusätzliche Faktoren, die dann die Wahrscheinlichkeit von Straftatbegehung begünstigen. Exakt. Zum Beispiel würden wir auch wissen wollen, welche Emotionen jenseits der Wut noch eine Rolle gespielt haben. Was gucken wir uns denn an, wenn wir so in der Therapie stehen? Bei einer Deliktrekonstruktion. Im Grunde machen wir sowas wie den Deliktskreis. Mhm. Ja, also das darf man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Delikt von A bis Z, nämlich Vortatverhalten, Tatverhalten und Nachtatverhalten erstmal so ganz einfach. Also was ist vorher gewesen, was ist in der Situation der Tat gewesen und was ist danach gewesen? Warum ist das wichtig? Weil wir natürlich schon durch die Modulation von Vortatverhalten eigentlich Delikte verhindern wollen. Also sagen wir mal ganz einfach, wenn man sich Silvester den Vorsatz nimmt, man möchte weniger naschen, kauft dann aber doch literweise Schokoladenei, deponiert das in seinem Tiefkühler und fängt dann immer abends an, vor dem Tatort um den Kühlschrank herum zu rotieren, dann könnte man sowohl das Anschaffen des Glacés als auch das vor dem
Kühlschrank rumlungern als Vortatverhalten einordnen. Das ist ein total gutes Beispiel, weil man kann ja noch weitergehen und überlegen, warum hat denn derjenige so ein Drang nach Schokoladeneis? Das kann ja auch, also entweder ist es jemand, der ständig, der gerne isst und gerne Schokoladeneis isst. Es kann ja aber sein, dass noch andere Faktoren eine Rolle spielen, dass der Jeeper auf Schokoladeneis größer wird. Substanzen, psychische Situationen, innere Leere, Frust. Genau. Und allein das Motiv, was sich offenbart in dem Vorsatz, ich möchte kein Schokoladeneis mehr essen oder ich möchte nicht mehr so viel naschen, muss ja schon mal nachvollzogen werden, warum das ein Wunsch werden konnte. Das heißt, wenn wir uns diese Phase der Vortat anschauen, können wir unter Umständen Punkte identifizieren, die man vielleicht verändern kann für die Zukunft, dass man gar nicht in die Straftat hineinkommt. Exakt. Und die so weit weg aber von der Straftat sind, dass sie wahrscheinlich in einem längeren therapeutischen Prozess erarbeitet werden müssen. Mhm. Aber besonders deutlich werden, wenn man das an so einem Beispiel durcharbeiten kann. Und man könnte ja zum Beispiel hier festhalten, dass das Kaufen des Schokoladeneises noch ein relativ tatferner Aspekt ist, aber dann vor dem Kühlschrank stehen und dreimal wieder ins Wohnzimmer zurückgehen, ist eigentlich schon Grooming sozusagen. Also das ist schon sehr nah dann am Konsum. Ja, vielleicht ist es wichtig, unseren Zuhörerinnen zu sagen, dass in so einem forensischen psychotherapeutischen Prozess das manchmal eine Erkenntnis ist für unsere Straftäter, dass die Straftat nicht erst im Moment des Zuschlagens passiert, des Übergriffs, des Raubes, der Tötung, sondern dass das unter Umständen Stunden, Tage, Wochen vorher beginnt. Genau. Und das möchte man natürlich so gut verstehen wie möglich. Wenn man mehrere Anlassdelikte hat, ist es natürlich auch spannend zu vergleichen, was war ähnlich und was war anders. Mhm. Und oft ist es so, dass man verschiedene Deliktklassen hat, die sich schon unterscheiden. Mhm. Nämlich, sagen wir mal, Beschaffungskriminalität für psychotrope Substanzen. Das ist so eine Schublade. Da ist natürlich am sinnvollsten, an der Konsumfolgestörung zu arbeiten. Aber vielleicht gibt es daneben noch Gewaltdelikte. Ja. Dann muss man sich wieder fragen, wie hängen die mit dem Konsumverhalten zum Beispiel zusammen oder wie eben auch nicht. Dann haben wir gesagt, wir haben dieses Vortatverhalten, dann haben wir tatsächlich das Deliktgeschehen an sich. Genau. Und dann haben wir noch Nachtatverhalten. Warum ist das denn interessant in der forensischen psychotherapeutischen Bearbeitung? Das ist für den Täter, die Täterin unter Umständen interessant, weil sie da erkennen, wo man vielleicht Mechanismen identifiziert, die man stärken könnte, um vielleicht die Straftat zu verhindern. Wenn zum Beispiel der Täter, der impulsiv gehandelt hat oder die Täterin später große Reue empfindet oder wenn er wieder klaren Geistes sieht, was er angerichtet hat, dann kann man die Motivation fördern, es gar nicht so weit kommen zu lassen und ihn weiter zu befähigen, die Voraussetzung der Straftat zu verändern, dass er dieses Gefühl nicht mehr erleben muss, dass er sozusagen intrapsychisch anders bilanziert und daraus andere Motivationen erhält. Oder aber es auch so ist, dass man eine differenzierte Konzeption vom Delikt kriegt, welche intrapsychischen Prozesse eine Rolle gespielt haben. Also ein Aufklaren und Nüchternwerden kann nur passieren, wenn man während der Tat eben nicht nüchtern gewesen ist, intoxikiert gewesen ist, emotional beschäftigt gewesen ist und so weiter. Das hilft auch, um den Mechanismus der Tat noch besser zu verstehen. Oder wenn massive Schuld- und Schamgefühle auftreten, die entweder dann deutlich machen, dass das Unrechtsbewusstsein durchaus vorhanden ist, oder dazu führen, dass sich wiederum erneut unangenehme Emotionen anstauen aufgrund der Tat, die begangen wurde, und das sehr stark begünstigt, schnell wieder in ähnliches Tatverhalten zu kommen, um vielleicht das als dysfunktionale Regulation für diese unangenehmen Emotionen zu nutzen. Genau. Viele Straftaten entstehen ja dadurch, dass die Täterinnen etwas tun, ohne die längerfristigen Konsequenzen mit einzubeziehen, sondern aus der Situation heraus spontan, also es gibt auch andere Taten, aber viele Taten werden impulsiv begangen, ohne dass man überlegt, was bedeutet das eigentlich, weil jetzt will ich gerade irgendwie wutlos werden oder ich habe mich geärgert und bin provoziert worden und ich hau dem anderen eine rein und so weiter, ohne zu überlegen, wenn ich
vielleicht nicht so emotional bin, würde ich durchaus überlegen, ob ich das tun würde, weil ich weiß, wenn ich das tue, droht ein Verfahren, ich könnte für eine Strafe kriegen und so weiter und so fort. Das heißt, durch die Bewusstmachung, dass hier etwas sehr kurzschlüssig passiert, können wir die Motivation fördern, eher mittel- und langfristige Konsequenzen auch mit einzubeziehen in Verhaltensplanung und den Patienten, sage ich schon, also sind ja Patienten, Klienten, Patientinnen. Ja, wir können unsere KlientInnen befähigen, auch Impulsivität dadurch abzubauen, dass sie sich zwingen, über Konsequenzen nachzudenken. Richtig. Und das hat auch was mit dem Nachtatverhalten zu tun. Wir können versuchen, sie zu motivieren, indem wir ihnen sagen, wenn sie sich anders verhalten, müssen sie diese emotional schwierige Situation nach der Tat nicht mehr erleben. Wenn sie nämlich vorher sich so steuern, dass die Straftat gar nicht passiert oder anders passiert. Wunderbar. Jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, warum wir uns so genau mit dem oder den Anlassdelikten auseinandersetzen wollen. Und zwar, weil wir jeden Einzelaspekt in der Behandlung angehen wollen, sofern er angehbar ist und sofern er zu einer Deliktreduktion führen kann. Okay. Wir haben die äußeren Umstände, also reden darüber, was war eigentlich, wo ist es passiert, war es morgens, war es abends, war es nachts, war es dunkel, war es hell, war es regnerisch und so weiter. Ist es im Auto passiert? Ich glaube, wir haben es verstanden. Du, also entschuldige mal, ich verstehe immer nicht, warum du, wir wollen doch den Leuten, so eine Therapie dauert ja. Und zum Beispiel geht es darum, detailliert zu rekonstruieren, ja. Nein, was war. Du hast war. Recht, ja. Und da weiß und da manchmal kann der auch leichte Sommerregen eine Riesenrolle gespielt haben. Und das meine ich jetzt gar nicht so ironisch, wie du mich gerade anguckst, dass Na, du denkst, Friederike, dass ich das meine. Doch. Du, das war nicht ganz ironiefrei. Nein, aber der leichte Sommerregen kann zum Beispiel begünstigt haben, dass Menschen irgendwo Schutz gesucht haben, auf die man sonst nicht getroffen wäre. Siehste. Und dadurch vielleicht durch weiße Blusen Dinge sichtbar geworden sind, die sexuell stimuliert haben, die sonst nicht sichtbar geworden wären. Den Wet-T-Shirt-Effekt. Richtig. Okay. Aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es darum zu verdeutlichen, dass diese Dinge erarbeitet werden müssen, weil die sind ja nicht primär präsent, sondern wir müssen zusammen mit dem Betroffenen, der Betroffenen, Erinnerungen hochholen, was sie noch an Einzelaspekten im Gedächtnis haben, um dann beschreiben zu können, wie ist das eigentlich abgelaufen. Äußere Umstände. Ja. Insbesondere, wenn Klientinnen sich vorgeblich oder tatsächlich nicht erinnern oder auch eine abgeurteilte Tat bestreiten und man aber sehr viele Aktenauszüge hat, die nahelegen, vielleicht durch Zeugenaussagen, wie das abgelaufen sein könnte. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht darüber, wie das mit dem Gedächtnis ist und wie das auch ist mit Leugnen und so weiter. Nochmal der Hinweis, die Rekonstruktion unter dem Druck der therapeutischen Situation beinhaltet auch ein Risiko, dass wir vielleicht Erinnerungen schaffen, die gar nicht richtig sind, oder? Richtig, aber wir sind ja da nicht detektivisch am Werk und wollen niemanden überführen, sondern wir wollen an der subjektiven Wahrheit, im besten Fall des Klienten, so lange arbeiten, bis sie mit der aktuarischen Wahrheit in gewissem Einklang steht und einer, also mit dem, was aktenkundig ist, Risikoreduktion einhergehen kann. Und das Wichtigste ist, dass unsere KlientInnen sich dessen gar nicht bewusst sind, dass es eine subjektive Wahrheit gibt. Also sie haben zwar irgendwie eine Beschreibung der Tat, aber dass da noch andere Aspekte eine Rolle spielen, nämlich intrapsychisches Erleben, jenseits von äußeren Umständen, sondern auch die inneren Umstände. Schön, dass du den roten Faden wieder aufgreifst. Ja. Sommerregen, was macht der auf meiner Haut? Wie fühlt sich das an? Was hat es mit mir gemacht? Hatte ich kalt, wie der Schweizer sagt? War mir kalt, wie der Rest des deutschsprachigen Raums sagt? Genau. Und jetzt die intrapsychischen. Was gucken wir uns da an? Welche Aspekte schauen wir uns an? Ja, einerseits Dispositionen, Einstellungen, Annahmen, situative Denken, fühlen, wahrnehmen. Dann sag du es doch nächstes Mal.
Genau, aber das ist ganz wichtig, das zu trennen. Natürlich. Also vielleicht so ein Beispiel, was wir immer wieder hören in der Therapie bei Sexualdelikten, ist die Zuschreibung an das Opfer, dass es durch provokante oder sexualisierende Kleidung das Delikt im Grunde begünstigt habe. Ja, und da ist Wahrnehmung wichtig und man denkt ja, wieso Wahrnehmung kann doch nicht unterschiedlich sein. Doch, die Wahrnehmung hat nämlich mit Gefühlen und Einstellungen was zu tun. Und wenn ich davon ausgehe, dass Frauen mit dem, was sie anziehen, grundsätzlich ein Signal aussenden wollen, dann erkenne ich solche Signale auch eher, als wenn ich nicht davon ausgehe. Unabhängig Genau. davon, ob die Frau, die es aussendet, tatsächlich gesendet hat. Genau richtig. Ansonsten interessieren uns überdauernde Gemütsverfassungen plus die aktuellen Gefühle in dem Momentum der Anlasstat. Also zum Beispiel ist jemand schon über eine Zeit auf dem Weg in ein deprimiert, freudloses Zustandsbild. Das kann sich ja über Wochen zum Beispiel so hochschaukeln und dann passiert an dem betreffenden Tag noch was zusätzlich, was wie so ein Second Hit, ein zweiter Schlag, die gesamte Verfassung nochmal verschlechtert. Oder am Ende einer Entwicklung, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Man ist frustriert, hat Stress auf der Arbeit, der Chef hat einen angemotzt. In der Beziehung ist es gerade auch nicht so toll. Der Sohn, die Tochter bringen noch eine schlechte Zensur aus der Schule mit und so weiter. Und dann kriegt man noch irgendwie im Bus, in der S-Bahn irgendwie einen grummeligen Mitfahrer, der einem irgendwie eine halb beleidigende Äußerung vor die Füße wirft. Und dann rastet man aus. Mann. MAN. Ja, fantastisch. Ist denn der politisch korrekte Begriff für Mann heutzutage? Habe Wie ich sie mich im gerade Podcast gefragt, weil abbilden. unsere Kollegin Dagmar Pauli hat ja neulich wieder ein Interview gegeben. Da ging es um auch die Sprache finden für eine moderne, akzeptierende Form des Umgangs mit den Es Geschlechtsidentitäten. ist, tut mir leid, dass ich da gar nicht auf Mann, Frau raus wollte, sondern auf Mann oder dich. Aha! Aber gut, was den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt hoffentlich aber deutlich geworden ist, wie kleinschrittig dieses ganze Verfahren ist. Also, dass man oft Wochen bis Monate über diese Vortat, Tat, Nachtat, Verfassung spricht und immer wieder darauf zurückkommt. Dann ist es ja auch oft so, dann kommt noch eine Akte rein. Da steht wieder ein bisschen was anderes drin, dann kommt man, nimmt man das wieder auf, bespricht es erneut. Dann haben viele Patienten auf einmal Albträume, erinnern sich an Details. Sie sehen vielleicht im Fernsehen etwas, was sie an die eigene Tat erinnert. Und so wird es immer wieder aufgegriffen. Und natürlich verändert sich somit auch das Narrativ immer weiter. Und das ist das auch, was wirklich mit der subjektiven Wahrheit gemeint ist. Und wir machen ja auch einen therapeutischen Prozess durch. Also wir befähigen ja die Klientinnen und Klienten dazu, das überhaupt beschreiben zu können, weil da jetzt auch Störungen mit ins Spiel kommen. Manche unserer Betroffenen sind psychopathologisch auffällig in dem Sinne, dass sie beispielsweise eine Störung aufweisen, in der die Differenzierung von Gefühlen nicht besonders gut ausgeprägt ist. Und dass man ihnen beibringen muss, Sie beschreiben jetzt hier sowas wie Unruhe. Was könnte denn das eigentlich für ein Gefühl sein? Unruhe ist ja kein Gefühl, sondern oder Anspannung, sondern dass man versucht zu differenzieren, was war es denn? War es Kränkung? War es Traurigkeit? War es Wut und Ärger? Ist bei vielen Straftäterinnen Wut und Ärger das Problem? Aber es kann auch was anderes sein, was sie erstmal lernen müssen zu beschreiben und ein Wort zu finden, was tatsächlich ihren Zustand richtig beschreibt, um es einordnen zu können und dann auch in der Kette der sich anschließenden Entscheidungen, Handlungsschritte und so weiter zu passen wie ein Mosaik, das es dann in der Straftat gemündet hat, ist. Und diese neu erworbene Kenntnis eigener Emotionen muss auch noch anerkannt werden im Sinne von, ja, ich habe wohl solche Emotionen. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, wenn man einen Vierjährigen fragt, der gerade gähnt und dem die Augen schon halb zufallen, bist du müde? Und der natürlich sagt, nein. Du meinst Silvester, man möchte die 0 Uhr noch erreichen und so weiter. Und natürlich ist man nicht müde, obwohl man physiologisch Zeichen aussendet, dass es anders ist. Und wie Richtig. gehst du dann damit um? Bei den Patientinnen und Patienten. Ja, geh doch mal zurück, geh doch mal zu den Vierjährigen. Mit Vierjährigen habe ich nicht so viel Erfahrung. Das kommt, glaube ich, auch darauf an, wo man hin will.
Ne? Ja, obwohl ich finde, es ist doch ein ganz schönes Beispiel, weil eigentlich hast du gerade etwas gemacht. Du hast einen Zustand, der aus vielerlei Komponenten besteht, benannt mit einem Konzept. Müde. Bist du müde? Ich bin mir nicht sicher, ob der Vierjährige das tatsächlich so gut beantworten kann. Man kann ja auch sagen, du hast gerade gegähnt, also eine Beschreibung dessen, was du gerade gesehen hast. Und so würde man in der Therapie Ja, arbeiten. genau. Ja? Vielleicht haben Sie ein enges Gefühl im Hals gespürt. Vielleicht haben Sie geschwitzt. Vielleicht hatten Sie feuchte Hände. Vielleicht gab es bestimmte Gedanken über sich selber und über die Situation. Und dann trägt man das so minutiös, mosaiksteinartig zusammen und könnte dann irgendwann dahin kommen, ein Konzept zu erarbeiten und zu sagen, waren Sie vielleicht traurig? Genau. Waren Sie vielleicht gekränkt? Das heißt, man differenziert aus, um es dann wieder zurückzuführen zu einem Begriff, der unter Umständen hilfreich ist, um darüber dann langfristig andere Verhaltensstrategien zu etablieren. Das könnte man versuchen hinzukriegen. Wenn nämlich derjenige weiß, er war traurig, kann er überlegen, was er tun kann, um diese Traurigkeit anders zu bewältigen als durch Abbau von Frust über Schlägereien. Fantastisch. Genau. Ja. Wenn man denn Gefühle anschaut, wie man so die Welt wahrnimmt und auch so Gedanken zusammenträgt, die in so einer Situation gekommen sind, dann kann man das ja in Beziehung setzen zu, also man erkennt ja dann als Therapeut unter Umständen Muster. Am besten erkennen die Klientin selber die Muster, die drin stecken. Und die kann man dann in Beziehung setzen auch zu Lebensgeschichte. Aber Lebensgeschichte ist ja nicht per se gut zu rekonstruieren. Manche Lebensgeschichten will man sich vielleicht auch gar nicht nochmal genau angucken, weil sie eigentlich nicht so schön waren, haben wir auch mal drüber gesprochen. Trotzdem macht es manchmal Sinn, als Erklärung, warum man so geworden ist, einen Bezug zu machen zu früheren Phasen im Leben, weil das auch entlastend sein kann für die Betroffenen, weil sie für sich sozusagen einen Weg sehen, wie man dahin gekommen ist, ohne wie der Ochs vom Berg zu stehen, warum bin ich denn in so einer Situation wütend? Ja, oder die Erkenntnis nicht haben zu müssen, ich bin von Grund auf böse, Richtig. sondern aha, es gab prägende situative Faktoren, in denen ich mir angewöhnt habe, mich so zu verhalten oder mir vielleicht auch angewöhnt habe, keine Emotionen mehr wahrzunehmen, weil das zu einem früheren Zeitpunkt zu schmerzhaft war. Aber ich kann dahin zurückgehen und ich kann das einbetten, aber das bedeutet auch, wenn ich das verstehe, dann kann ich es anders machen. Dieser Prozess der Deliktrekonstruktion kann ja manchmal quälend lang sein. Und zwar quälend, weil man immer noch mal tiefer geht und versucht noch mal fast mikrokosmosmäßig zu rekonstruieren, was ist dann intrapsychisch gewesen? Was haben Sie getan? Haben Sie den Fuß bewegt? Haben Sie ein anderes Gefühl gespürt? Haben Sie eine Idee, ob da noch ein neuer Gedanke gekommen ist? Man, wie so eine Linse, die man auf die Situation richtet, um die äußeren und inneren Aspekte und Facetten in Einklang zu bringen mit einer sehr guten Beschreibung dessen, was in der Situation gewesen ist. Was nützt das denn aber, wenn wir das so genau wissen? Dass wir, wie wir vielleicht ein Stück Gewebe unter das Mikroskop gelegt haben, Einzelaspekte auseinandernehmen können, an denen arbeiten können und die wieder zusammensetzen können zu einem großen anderen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Sehr gut. Ich habe einen Patienten, der ein Sexualdelikt begangen hat. Da hat sich im Rahmen der deliktrekonstruktiven Arbeit herausgestellt, dass der unter dem Einfluss bestimmter psychotroper Substanzen, unter anderem Amphetamine, dazu geneigt hat, Freitag und Samstag immer eine Prostituierte aufzusuchen. Das steht in keiner Akte, das wurde irgendwie auch lange nicht erfragt. Im Rahmen der Deliktarbeit kam man aber an den Punkt in der Behandlung, dass die Frage im Raum stand, ja, wie wäre denn ein normaler Freitag oder Samstagabend abgelaufen? Denn Hat er jetzt denn eine Sexualstraftat an Prostituierten begangen? nein, hat er Okay. nicht, aber es stellte sich dann heraus, dass der in dieser Lebensphase so pleite war, dass er zwar das letzte Geld in den Konsum dieser Substanzen investiert hat, sich dann aber keine Prostituierte mehr leisten konnte. Oh. Und dieser Habitus vom Konsum dann in Puff zu gehen, sozusagen, das war irgendwie unterbrochen, weil Ja. finanziell nicht möglich. Und das ist ein bedingender Faktor gewesen dafür, dann tatsächlich in einem nicht bezahlten Kontext Sex zu suchen. Mit anderen Worten, man muss diesen Mann befähigen, dass er nie wieder in eine Situation gerät, wo er kein Geld hat.
Also das ist jetzt sehr salopp, aber ich glaube, das ist ein ganz relevanter Aspekt, der an diesem Abend mit das Delikt begünstigt hat, der so von keinem Juristen erfragt worden ist und der aber doch diese Freitag-Samstag-Abend-Gestaltung auch plastiziert. Weil man könnte sich ja jetzt schon vorstellen, dass weitere Freitage und Samstagabende stattfinden. Und dann ist es vielleicht wichtig, dass man sich überlegt, was möchte man denn alternativ vorhaben, auch wenn man in keiner Beziehung ist. Oder wenn man kein Geld hat und ist es zwingend nötig, Freitag und Samstagabend immer auf diese Art und Weise zu verbringen. Und mit was für einer inneren Leere oder mit was für einer vielleicht auch befriedigungsorientierten Art und Weise seine freie Zeit zu gestalten, geht das einher. Das wäre ein Beispiel dafür, was sich erst im Rahmen von der Rekonstruktion dieses Ablaufs gezeigt hat. Ein anderer Klient von mir, der auch ein Sexualdelikt begangen hat, hat dieses Delikt an einer Person begangen, die er eine Zeit lang mit einer Ex-Freundin verwechselt hat. Aha. Also er hat sich im Dunkeln zugetragen, er war auch sehr intoxikiert und hat diese Person ja vielleicht nicht für seine Ex-Freundin gehalten, wurde aber extrem erinnert an die gerade erst gescheiterte Beziehung und ist dann wieder in diese ganzen unangenehmen Emotionen des Verlassenwerdens, des Gekränktwerdens und so hineingeraten und hat eine riesen Wut auf diese Frau entwickelt, das Delikt begünstigt hat, ja, dieses emotionale Gefüge. Ich erinnere also als Beispiel einen Fall von einem jungen Mann, der eine chronische Psychose hat und in einer therapeutischen Wohngemeinschaft untergebracht war. Und wenn der kränker wurde, wurde der immer so antriebsgesteigerter und wurde so grenzverletzend. Also der hat dann die Leute immer so genervt, stand dann plötzlich im Zimmer oder hat irgendwie in der Küche irgendwie chaotisch irgendwie Unruhe verbreitet. Und was er nicht verstanden hat, ist, dass eigentlich um ihn herum seines Verhaltens wegen die Leute so genervt waren. Und also, ne, das ist ja auch ganz typisch, er hat gar keine Veränderung, fehlendes Krankheitsgefühl bei sich gespürt, aber hat nur gemerkt, die Leute um ihn rum werden missmutiger und werden lauter mit ihm, beleidigen ihn und so weiter. Und irgendwann hat ihm das gereicht und hat gesagt, jetzt hör doch mal auf, und hat sich gewehrt gegen die Situation. Den konnte man tatsächlich später in die Lage versetzen, dass er verstanden hat, dass er selber am Anfang dazu beigetragen hat, dass er in dieser schlechten Stimmung plötzlich sich wiederfand, die er nicht verstanden hat, die er heutzutage jetzt wieder gesundet in Beziehung setzen kann mit seiner Verfassung, dass er jetzt verstanden hat, er wird so störend in seiner Psychose. Er klappert in der Küche zu unmöglichen Tages- und Nachtzeiten und so weiter, weil die Patienten verlieren ja so den Schlaf-Wach-Rhythmus. Und er kann jetzt verstehen, dass wenn er das Gefühl hat, die Kollegen in der Wohngemeinschaft sagen, du bist wieder so laut nachts, dass er vielleicht mal nachfragt, ob jemand anders das Gefühl hat, er wird kränker und hingeht zu euch in die Ambulanz, ob man noch was anderes sieht an Pathologie und ihm empfiehlt vielleicht, sich mal wieder zurückzunehmen, ein bisschen Stress abzubauen oder vielleicht wieder ein bisschen mehr Medikamente zu nehmen. Das ist auch dieses Gefühl von, in der Situation hat er gar nicht verstanden, was eigentlich los ist und ist dann auch wütend geworden, weil er gedacht hat, die anderen sind das Problem. Jetzt weiß er, manchmal gibt es Situationen, wo er das Problem wird. Vielleicht wird an der Stelle genauso deutlich, wie schwer das für unsere Patientinnen ist, an diesen feinen, akzentuierten Themen zu arbeiten, die sie oft ja selber noch mal gar nicht so wahrgenommen haben, wenn man sich überlegt, dass man selber ja das auch kennt aus dem Alltag. Sei es das Schokoladeneis, sei es Impulsdurchbrüche im familiären Kontext, obwohl man sich ja seit Jahrzehnten mit diesen Themen auseinandersetzt, wirklich daran zu arbeiten, dann nicht auch mal laut zu werden oder sowas, wie schwer das ist. Das ist trotzdem, und das kann wahrscheinlich jeder Hörer und jede Hörerin auch für sich so festhalten, Konstellationen gibt, unter denen Impulskontrolle einfach schwierig wird. Das stimmt. Ja. So, wenn wir jetzt dieses Delikt rekonstruiert haben, dann haben wir jetzt ein gutes Verständnis für die Abläufe. Und was machen wir dann? Wir motivieren die das mit uns erarbeitet haben, sich genau mal ähnliche Situationen anzugucken, ob sie es jetzt besser bewältigen. Das heißt, man muss sie auch motivieren, so ähnliche Konstellationen, Situationen aufzusuchen wie damals in der Straftat. Also nicht in die Straftat, nicht eine Straftat begehen, sondern sich dem anzunähern und zu schauen, ob sie
Dinge, die dahin führen, besser verstanden haben. Also erproben erarbeiteter prosozialer Fertigkeiten, könnte man sagen. Weil das klingt jetzt so ein bisschen... Hochgestochen ausgedrückt. Was ist uns denn heute über die Leber gelaufen? hochgestochen ausgedrückt. Die Etablierung prosozialer Fertigkeiten überprüfen. Ich sage das nur nochmal, weil du hörtest dich gerade so an, wie dass man dann dem illegal Pornografie konsumierenden wieder Kinderpornos hinlegt und sagt, so, was machst du jetzt? Und so machen wir es ja nicht. Also das ist ein ganz gestuftes Vorgehen. Ich habe doch gesagt, nicht die Straftat. Ich habe doch gesagt, wir nähern uns dem an. Wie zum Beispiel, wir versuchen wenn wir erarbeitet haben, dass das Risiko einer dysfunktionalen Stressbewältigung, brava, die Voraussetzung ist für eine Straftat, müssen wir gucken, wie der Betroffene, die Betroffene, nach unserer oder in unserer Therapie mit Stress umgeht. Das heißt, wir müssen auch Stress schaffen. Das ist so, dafür müssen wir ja auch lockern im stationären Rahmen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und im ambulanten Kontext, wie machst du das da? Ja, dass man zum Beispiel mal Situationen wieder aufsucht, die vorher problematisch waren. Also sagen wir mal, dass man sich wieder dahin begibt, wo man seinen Dealer treffen könnte zum Beispiel und übt, daran vorbeizukommen. Dass man sich vielleicht auch mal an den Ort des Anlassdelikts zurückbegibt und dem nachspürt, was hat das mit mir gemacht? Ja. Vermeide ich da jetzt was, um da gar nicht mehr hinzugucken oder habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt? Das kann sein, dass man Anforderungen wieder erhöht, ne? Dass man jemanden zum Beispiel eine Zeit lang 50% krankgeschrieben hat, weil der immer Probleme mit dem Chef bekommen hat und dann da so impulsive Verhaltensweisen gezeigt hat und man das langsam wieder steigert und guckt, ab wann tritt das wieder vermehrt auf. Oder dass man auch parallelisierte Situationen sucht. Also wenn es immer Stress mit der Partnerin oder dem Partner gegeben hat, jetzt mal guckt, ob andere Stresssituationen, Streitsituationen mit Freunden, Kollegen vielleicht anders bewältigt werden, sodass man sagen kann, versuchen Sie das doch mal das nächste Mal, wenn es wieder Stress in der Partnerschaft gibt. Toll sind in diesem Kontext natürlich Gruppentherapie, ja, muss man sagen. Denn dort zeigt sich eigentlich früher oder später alles, was an intersubjektiven Verhaltensspielräumen besteht. Und das ist eigentlich ein schöner Ort, wo sich so viel nicht nur zeigen, sondern auch bearbeiten lässt. Das ist so. Gut, das war Deliktrekonstruktion. So hilft Deliktrekonstruktion. Hilft die Gruppe bei der Deliktrekonstruktion? Das weniger. Also ich mache das nicht im Gruppenkontext. Das finde ich auch viel zu intim meistens. Aber es hilft zum Beispiel dann in einer Gruppe wie prosoziale Fertigkeiten oder sowas, über gemeinsame Problemverhaltensweisen zu sprechen. Ja, ich finde schon, dass man auch in der Gruppe Deliktrekonstruktion machen kann. Man muss es einzeln zunächst machen, um den Betroffenen, die Betroffenen zu befähigen, es überhaupt zu tun. Aber manchmal sind die Beiträge von, also wenn die anderen Gruppenmitglieder wirklich konstruktiv sind, ist das sehr spannend, weil die manchmal nochmal eine Ebene reingeben, einen Aspekt reingeben, an den man vielleicht selber nicht gedacht hat und sagen, bei mir war das so, hast du mal darüber nachgedacht, dass das so vielleicht begründet gewesen ist oder so. Das ist manchmal ganz spannend. Aber du hast recht, es ist nicht der primäre Raum, das zu tun. Gut. Genug Deliktrekonstruktion. Friederike, wer ist denn heute dran mit einem kleinen Tipp? Anscheinend ich. Okay. Und zwar, ja, würde ich sagen, hat es auch vielleicht so ein bisschen was Zirkuläres wie der Deliktkreis oder sowas. Habe ich ein Buch mitgebracht, was ich schon länger nicht mehr in der Hand hatte, aber jetzt ist mir jemand begegnet, der mich an das Buch erinnert hat. Und zwar 7 Nächte von Simon Strauss. Was passiert dort? Man könnte sagen, jemand aus der Boomer-Generation, ein saturierter junger Mann, dem nichts passiert ist und nichts passieren wird in seinem Praktikantenleben zwischen Spa-Aufenthalten und Instagram-Restaurants, wird nochmal mit sich selbst konfrontiert. Er hat eine Begegnung mit dem Teufel, der ihm ermöglicht, die 7 Todsünden zu erfahren und sich so näher zu kommen. Das heißt, eine Woche lang gibt er sich diesen Sünden anheim, Superbia, Avaritia und so weiter und geht jeden auf Tag einer neuen Nabelschau, genau, welche ihn am meisten anspricht. Oh. Ich verrate nicht, was passiert am Ende, aber ich finde das ein sehr schönes Buch, was so ein bisschen die Leidenschaftslosigkeit der aktuellen Diskurskultur problematisiert. Okay. Lass es uns so sagen. 7 Nächte von Simon Strauss. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, ich lese das demnächst.
Dann sind wir am Ende. Und wir sagen, verabschieden uns ganz genau, herzlich bis zum nächsten Mal.